Herzlich willkommen in der Your Academy. Mein Name ist Sabine Tofan und wir wollen uns heute im Strafrecht BT3 bei den Straßenverkehrsdelikten einmal mit den verbotenen Kraftfahrzeugrennen nach 315d StGB beschäftigen. Eine Norm, die heute, Anfang 2019, noch relativ jung ist. Schauen wir uns zunächst einmal den systematischen Überblick an. Wir haben, wenn Sie die Norm aufschlagen, dann werden Sie das sehen, verschiedene Absätze, hier nicht in chronologischer Reihenfolge. In den Absätzen 1, 2 und 5 sind die jeweiligen Tatbestände. Absatz 1 stellt unter anderem das Teilnehmen an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Strafe und ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt und im Hinblick auf die anderen Absätze, jedenfalls was die Nummern 2 und 3 betrifft, der Grundtatbestand. Absatz 2 nun wiederum verlangt eine konkrete Gefahr und ist damit eben ein konkretes Gefährdungsdelikt und im Verhältnis zum Absatz 1, jedenfalls bezüglich der Nummern 2 und 3, eine Qualifikation. Bei Absatz 5 muss nun der Tod eintreten oder aber eine schwere Gesundheitsschädigung zum Beispiel. Das heißt, wir haben eine Verletzung, keine Gefährdung mehr, Verletzungsdelikt. Und im Verhältnis zum Absatz 2 ist es eine Erfolgsqualifikation. Wenn Sie mal reinschauen, dann werden Sie feststellen, dass das Gericht hier die Möglichkeit hat, bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe zu verhängen. Absatz 3 regelt die Versuchsstrafbarkeit und Sie werden feststellen, dass der Gesetzgeber nur die Versuchsstrafbarkeit des Absatzes 1 Nummer 1, also Ausrichten und Durchführen eines Rennens, unter Strafe gestellt hat, nicht hingegen die Versuchsstrafbarkeit des Teilnehmens an einem Rennen. Und dann haben wir noch Absatz 4, das kennen Sie schon aus 315b und c, die Vorsatz-Fahrlässigkeitskombination. Das heißt, es ist möglich, dass jemand vorsätzlich an einem Rennen teilnimmt und dabei aber nur fahrlässig im Hinblick auf die konkrete Gefahr handelt, die er infolge des Rennens geschaffen hat. Das ist zunächst einmal der systematische Überblick. Schauen wir uns nun die Voraussetzungen des Absatzes 1 etwas genauer an. Wir brauchen, wie immer bei den Straßenverkehrsdelikten, ohne dass es ausdrücklich im Gesetz steht, einen öffentlichen Straßenverkehr. Das haben wir bereits definiert in den Videos zu § 315b, 315c und 142. Schauen Sie da mal rein. In diesem öffentlichen Straßenverkehr Nummer 1 und 2 muss ein Kraftfahrzeugrennen stattgefunden haben. Dieses Kraftfahrzeugrennen muss unerlaubt sein. Und bei der Nummer 1 geht es darum, dass der Täter dieses Kraftfahrzeugrennen ausgerichtet bzw. durchgeführt hat. Und bei der Nummer 2, dass er an diesem Kraftfahrzeugrennen als Kraftfahrzeugführer teilgenommen hat. Die Nummer 3 stellt das sogenannte Rennen gegen sich selber unter Strafe. Das heißt, da haben wir nicht mindestens 2 Teilnehmer, sondern nur einen Kraftfahrzeugführer. Und der überschreitet grob, verkehrswidrig und rücksichtslos die erlaubte Geschwindigkeit und wie wir gleich sehen werden, in der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Gucken wir uns damit den Aufbau des 315d Absatz 1 StGB mal an. Also wie würden Sie das in der Klausur prüfen? Das hängt natürlich ganz davon ab, welche Nummer einschlägig ist. Also bei der Nummer 1, öffentlicher Straßenverkehr, nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen ausrichten oder durchführen. Bei der Nummer 2, öffentlicher Straßenverkehr, nicht erlaubtes Kraftfahrzeugrennen und wir haben einen Kraftfahrzeugführer, der an einem solchen Rennen teilnimmt. Und bei der Nummer 3, das grob verkehrswidrige und rücksichtslose Fortbewegen eines Kraftfahrzeuges als dessen Kraftfahrzeugführer im öffentlichen Straßenverkehr mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Subjektiv, sofern es die Nummern 1 und 2 betrifft, nur Vorsatz. Bei der Nummer 3 hinzukommend das Fahren in der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen und dann, wie immer, Rechtswidrigkeit und Schuld. Kommen wir zur Tatsituation. Öffentlicher Straßenverkehr. Für alle die, die 315b, c und 142 schon wieder vergessen haben, nochmal die Definition. Alle nach dem Wegerecht im Straßenverkehr gewidmete Flächen, aber eben auch private Flächen, die jedermann oder aber größeren Gruppen zur Benutzung offen stehen. Die Tatsituation. Die Tatsituation des Absatzes 1 erfordert bei den Nummern 1 und 2 ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen. Zunächst mal, was sind Kraftfahrzeuge? Das kennen Sie schon aus anderen Normen. Kraftfahrzeuge sind Landfahrzeuge, also keine Bötchen, die durch Maschinenkraft bewegt werden, also keine Fahrräder, und nicht an Gleise gebunden sind. Mit diesen Kraftfahrzeugen muss ein Rennen stattfinden. Und das ist ein Wettbewerb von mindestens 2 Teilnehmern, bei dem es um die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit geht. Was nicht wichtig ist für dieses Kraftfahrzeugrennen, ist die Länge der Strecke. Und es ist auch nicht wichtig, dass ein solches Kraftfahrzeugrennen im Vorhinein abgesprochen wurde.
Kraftfahrzeugrennen liegt also auch vor, wenn zwei Täter sich zufällig an einer Ampel treffen und konkludent oder ausdrücklich ein solches Rennen vereinbaren. Nach herrschender Meinung liegt ein Kraftfahrzeugrennen oder verlangt ein Kraftfahrzeugrennen nicht das Überschreiten von Verkehrsregeln. Das heißt, ein solches unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen könnte auch dann vorliegen, wenn A und B vereinbaren, schnellstmöglich vom Ort A oder vom Ort X in den Ort Y zu gelangen. Es ihnen dabei aber wichtig ist, dass keine Verkehrsregeln überschritten werden, also keine Geschwindigkeit überschritten wird, keine rote Ampel überfahren wird. Trotzdem liegt nach herrschender Meinung in diesen Fällen ein Rennen vor, und zwar, sofern keine Erlaubnis vorliegt, ein unerlaubtes Rennen, weil die Fixierung auf das Ankommen als Erster im Ziel diese abstrakte Gefahr bereits beinhaltet. Das kann man mit guten Argumenten anders sehen. Die Norm ist relativ neu, das heißt, es werden die ersten Literaturstimmen laut. BGH-Entscheidungen dazu gibt es noch nicht. Kann sein, dass sich hier im Laufe der Zeit noch etwas ändert. Das ist jedenfalls Stand der Meinung jetzt. Und dann muss dieses Rennen unerlaubt sein. Und unerlaubt ist es immer dann, wenn keine wirksame behördliche Genehmigung vorliegt. Ja, denken Sie daran, auch rechtswidrige Genehmigungen können wirksam sein. Es wird also auf die Wirksamkeit abgestellt. Und natürlich gibt es hier die Möglichkeit des Irrtums. Es kann sein, dass die Genehmigung, die erteilt worden ist, die beantragt wurde und erteilt worden ist, nichtig ist, unser Täter das aber nicht weiß. Dann haben wir objektiv ein unerlaubtes Rennen, subjektiv fehlt aber der Vorsatz. Oder umgekehrt, es liegt eine Erlaubnis vor, der Täter nimmt aber irrig an, eine solche sei nichtig. Und jetzt können wir natürlich uns fragen, ist das ein untauglicher Versuch oder ein Wahndelikt? Schöne Fälle, die Ihnen in der Klausur begegnen können, aber Probleme des allgemeinen Teils sind, weswegen ich auf die Videos an dieser Stelle verweisen möchte. Kommen wir zu den Tathandlungen nach der Nummer 1. Wir haben gesehen, wir brauchen eben dieses unerlaubte Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Straßenverkehr. Und jetzt gibt es einmal die Möglichkeit des Ausrichtens. Und aus dem Wortlaut heraus ist schon zu entnehmen, dass mit dem Ausrichten derjenige erfasst werden soll, der im Vorfeld des Rennens tätig wird, und zwar als Planer, als Organisator, also der Tätigkeiten ausführt, die dann der Durchführung des Rennens später dienen. Also jemand, der sehr früh im Vorfeld tätig wird. Im Gegensatz dazu, schon vom Wortlaut her, das Durchführen. Beim Durchführen soll derjenige erfasst werden, der eigenverantwortlich das umsetzt, was der Ausrichter geplant hat. Derjenige, der das Rennen durchführt, ist also vor Ort. Natürlich kann der Ausführende auch gleichzeitig der Durchführende sein, dann sind beide Varianten verwirklicht. Wir haben eingangs gesehen, dass bezüglich der Nummer 1 der Gesetzgeber eine Versuchsstrafbarkeit angeordnet hat. Und jetzt stellt sich die Frage, ab welchem Zeitpunkt ist eigentlich das Ausrichten und Durchführen vollendet. Und nach derzeit herrschender Meinung tritt die Vollendung erst mit dem Beginn des Rennens ein. Es muss also zu einem Rennen kommen und das Rennen muss starten. Ob es dann weitergeführt wird, ist unerheblich, aber dieses Rennen muss stattfinden. Findet das Rennen noch nicht einmal statt, dann liegt kein vollendetes Ausrichten und auch kein vollendetes Durchführen vor. Wir kommen aber über die Versuchsstrafbarkeit gleichwohl zu einer Strafbarkeit der Täter. Gelegentlich kann es in der Klausur schwierig werden, beim Ausrichten und auch beim Durchführen die Täterschaft von der Teilnahme abzugrenzen. Also stellen Sie sich vor, vor Ort schwenkt der A die rote Fahne und gibt damit das Startsignal. Hat er nun ein Rennen durchgeführt oder hat er nur Beihilfe geleistet beim Durchführen eines Rennens? Und das machen Sie wie immer nach den allgemeinen Kriterien. Das heißt, Sie fragen sich, ob das Schwenken der Fahne dem A funktionale Tatherrschaft vermittelt hat, sofern es Mittäterschaft ist. Das wird in der Regel zu verneinen sein. Dann ist er eben nur Beihelfender. Der BGH stellt ebenfalls ganz maßgeblich auf die funktionale Tatherrschaft ab zur Ermittlung des eigenen Interesses des Täters an der Tat. Das heißt, die Abgrenzung erfolgt wie immer nach den allgemeinen Kriterien. Kommen wir damit zur Tathandlung gemäß § 315d Absatz 1 Nummer 2. Wir haben wieder die gleiche Tatsituation. Wir haben ein unerlaubtes Kraftfahrzeugrennen im öffentlichen Straßenverkehr. Und an diesem Kraftfahrzeugrennen nimmt der Täter als Kraftfahrzeugführer nun teil. Dadurch, dass der Täter Kraftfahrzeugführer sein muss, haben wir wie bei 315c ein eigenhändiges Delikt. Das heißt, Täter kann nur derjenige sein, der das Kraftfahrzeug in Bewegung setzt oder hält. Und zwar unter Anwendung seiner Antriebskräfte und Handhabung der technischen Vorrichtungen. Nun kann es je nach Fahrzeug aber durchaus in einem Fahrzeug zwei Kraftfahrzeugführer geben.
Stellen Sie sich vor, wir haben einen Fahrschulwagen und der A sitzt am Lenker und lenkt das Fahrzeug. Der B hingegen gibt Gas, kuppelt, schaltet und bremst. Dann haben wir in dem Augenblick zwei Kraftfahrzeugführer. Ja, da wird nichts zugerechnet, aber jeder setzt das Fahrzeug auf seine Art und Weise in Bewegung. Dieser Kraftfahrzeugführer muss an dem Rennen im öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Diese Teilnahme ist selbstverständlich nicht im Sinne von 26-27 zu verstehen, sondern als täterschaftliches Handeln, also die Tätigkeit der Kraftfahrzeugführer, die das Rennen austragen. Das Teilnehmen bestimmt sich aus der Kraftfahrzeugführereigenschaft und der Tatsituation, dem Rennen. Dann haben wir noch die dritte Variante, das ist das Rennen gegen sich selbst, wieder im öffentlichen Straßenverkehr. Wir haben als Täter erneut einen Kraftfahrzeugführer und der fährt hier mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit, die angemessen ist, ergibt sich aus der StVO. Der Täter muss grundsätzlich sein Fahrzeug immer in jeder Situation sicher beherrschen können. Nun reicht das bloße Überschreiten einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit natürlich noch nicht aus, sondern es muss hinzukommen, dass der Täter das grob verkehrswidrig und rücksichtslos tut. Das kennen Sie von 315c bereits. Wir haben hier, wenn Sie so wollen, die achte Todsünde. Grob verkehrswidrig bedeutet, dass er das außer Acht lässt, was sich jedem Fahrzeugführer in seiner Situation aufgedrängt hätte, und zwar in besonders vorwerfbarem Maße, und rücksichtslos aus Eigennutz oder Gleichgültigkeit gegenüber den Interessen anderer. Das sind die objektiven Voraussetzungen. Subjektiv muss hinzukommen, dass der Täter die Absicht hatte, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Denn unter Strafe gestellt ist das Rennen gegen sich selbst. In der Praxis wird das natürlich schwierig werden, im Einzelfall zu beweisen. Diese Absicht muss auch das Endziel sein. Fährt also der Täter nur deswegen so schnell, weil er möglichst schnell seine auf dem Beifahrersitz liegende Freundin ins Krankenhaus bringen muss? Dann hat er nicht die Absicht, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen als Endziel, sondern die Absicht, die Freundin ins Krankenhaus zu bringen. Dann scheidet 315d Absatz 1 Nummer 3 aus. Kommen wir damit zum Absatz 2, dessen Voraussetzungen Ihnen aus 315b Absatz 1, 315c Absatz 1 schon bereits hinlänglich bekannt sein dürften, deswegen an dieser Stelle kurz. Durch eine der Tathandlungen des 315d Absatz 1 Nummer 2 oder 3 muss der Täter eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen oder eine fremde Sache von bedeutendem Wert geschaffen haben. Dadurch bedeutet immer kausal und unmittelbar. Das heißt, es muss sich ein gefahrspezifischer Zusammenhang, der in der Teilnahme an einem Rennen zum Beispiel liegt, in der konkreten Gefahr in typischer Weise realisiert haben. Und die Gefahr ist dann konkret, wenn es nur noch vom rettenden Zufall abhängt, ob diese Gefahr in eine Verletzung umschlägt. Wir haben also die Situation des beinahe Unfalls. Der Absatz 2 nimmt, wie schon mehrfach ausgeführt, Bezug auf Absatz 1, Nummer 2 und 3. Das heißt, die Nummer 1 kann nicht qualifiziert werden. Kommen wir zum Absatz 5. Absatz 5 nimmt Bezug wiederum auf Absatz 2, ist also eine Erfolgsqualifikation zu diesem Absatz. Und wir brauchen wieder durch Absatz 2 etwas, was eintritt. Hier in diesem Fall nicht die Gefahr, sondern die Verletzung. Und das Gesetz spricht zum einen vom Tod, zum anderen von der schweren Gesundheitsschädigung und von der Gesundheitsschädigung einer großen Zahl. Das kennen Sie bereits aus den Brandstiftungsdelikten zum Beispiel. Schwere Gesundheitsschädigung ist nicht eine einfache Körperverletzung, sondern eine Körperverletzung, die in ihren Auswirkungen jenen des Paragraphen 226 gleichsteht. Und Gesundheitsschädigung einer großen Zahl wird auf jedenfalls eine Schädigung von mehr als 10 Personen sein. Das heißt, wir brauchen eine Schädigung im zweistelligen Bereich. Dadurch bedeutet, wie bei Absatz 2 auch, dass das kausal und unmittelbar erfolgen muss. Und weil es eine Erfolgsqualifikation ist, braucht der Täter hier nur Fahrlässigkeit. Sie erinnern sich an den Berliner Raser. Da ist das Problem, dass der Vorsatz im Rahmen des Paragraphen 211, 212 relativ schwer nachweisbar ist. Hätte es damals Paragraph 315d Absatz 5 schon gegeben, dann hätte man diese Täter danach bestrafen können und sie hätten eine Höchststrafe von 10 Jahren zu erwarten gehabt. Kommen wir am Ende noch zu einem Problem, was Sie von 315c bereits können und kennen sollten, was man 1:1 auf 315d übertragen kann. Bei diesen Rennen im Straßenverkehr gibt es häufig Beifahrerinnen.
Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich, wenn diese Beifahrerinnen, meistens sind es tatsächlich Frauen, manchmal aber auch Männer, wenn diese Beifahrerinnen teilnehmend im Sinne von 26 und 27 sind, den Haupttäter also angestiftet haben oder ihn psychisch unterstützt haben, Beihilfe geleistet haben. Und jetzt kommt es zu einem Banane-Unfall, bei dem der einzig Gefährdete dieser Beifahrer ist oder diese Beifahrerin. Und jetzt stellt sich die Frage, ob der in diesem Sinne verstandene teilnehmende Beifahrer überhaupt ein anderer ist. Die herrschende Meinung sagt, nein, dieser Teilnehmer repräsentiert nicht die von der Norm geschützte Allgemeinheit, weil er sich auf die Seite des Unrechts stellt. Und es ist eigentümlich, dass man denjenigen, der die Tat initiiert oder sie unterstützt, zugleich durch den Täter schützt. Andere Auffassung sagt, 315d, genauso wie 315c, daher sollten Sie den Streit wie gesagt kennen, ist Träger von Individualrechtsgütern Leib und Leben und als Träger von einem Individualrechtsgut kann ihm der Schutz nicht verwirkt werden. Das heißt, nach dieser Auffassung wäre der teilnehmende Beifahrer ein anderer. Sollten Sie dieser Auffassung folgen wollen, dann müssen Sie sich in der Klausur natürlich fragen, ob die Beifahrerin oder der Beifahrer, der sich ins Auto setzt, wissend, dass ein gefährliches Rennen stattfindet, sich nicht eventuell eigenverantwortlich selbstgefährdet haben könnte. Dafür muss es eine Selbstgefährdung sein und das hängt davon ab, wer das Geschehen beherrscht. Das ist in der Regel aber nicht der Beifahrer, sondern der Fahrer und deswegen fehlt es schon an einer Selbstgefährdung. Nun gibt es ja nicht nur teilnehmende Beifahrer, sondern es gibt auch sonstige Beifahrer. Und wir nennen sie heute und hier mal den wissenden Beifahrer. Das heißt, ein Beifahrer, eine Beifahrerin, die weder den Haupttäter angestiftet haben, noch ihn irgendwie unterstützt haben, die aber um die Gefahren eines Rennens wissen, das wahrscheinlich sogar gut finden und sich deswegen auf den Beifahrersitz setzen. Auch hier müssten Sie im objektiven Tatbestand die eigenverantwortliche Selbstgefährdung ansprechen und mit dem eben genannten Argument ablehnen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn wir keine einverständliche Selbstgefährdung haben, haben wir nicht eventuell, also keine eigenverantwortliche Selbstgefährdung, pardon, haben wir nicht eventuell eine einverständliche Fremdgefährdung? Wir sind also auf der Ebene der Rechtfertigung und hier bei der Einwilligung. Und das gleiche Problem kennen Sie von 315c, ja? Der Freund setzt sich neben die alkoholisierte Freundin, wissend, dass diese zu viel getrunken hat und lässt sich aber von ihr nach Hause fahren. Es kommt zum Beinaheunfall und wir fragen uns, hat der Freund nicht in die Gefahr eingewilligt, die sich dann realisiert hat? Und genau das Ganze, genau das Gleiche können wir auf 315d übertragen. Also hat die Beifahrerin nicht eventuell eingewilligt? Herrschende Meinung, unter anderem BGH, sagt, das geht nicht. Weil neben den Individualinteressen eben auch das Universalrechtsgut Sicherheit des Straßenverkehrs geschützt wird und das nicht disponibel ist. Es gibt eine in der Literatur vertretene Gegenauffassung zu 315c, die hierauf übertragbar ist. Und diese Auffassung sagt, der Unwertgehalt der konkreten Gefährdung, der wird durch die Einwilligung beseitigt. Das heißt, der Erfolgsunwert ist weg. Der einzige Unwertgehalt, der übrig bleibt, ist die Gefährdung der Sicherheit des Straßenverkehrs. Sofern Sie es mit 315c zu tun haben, kann das über 316 erfasst werden. Hier bei 315d kann das über 315d Absatz 1 erfasst werden, sodass der Streit hier gleich gelöst werden könnte. Das heißt, diese Literaturauffassung würde 315d Absatz 2, da sind wir ja wahrscheinlich, verneinen und nach 315d Absatz 1 bestrafen. So viel zu diesem Thema. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen im Studium, bei der Examensvorbereitung und im Examen viel Erfolg und alles Gute.